Ja, der nächste AWR-Bericht. Wir sind heute am Feggendorfer Stollen, im Deister. Wie man sieht, ist er heute geöffnet. Heute Bergwerk im Betrieb. Wir werden nachher mit dem ersten Vorsitzenden Florian Gabe sprechen. Der wird uns noch ein paar Details über den Feggendorfer Stollen verraten. Ja, Florian, heute am 25. September, Bergwerk in Betrieb hier im Feggendorfer Stollen. Gib uns noch mal einen kleinen Einblick über den Stollen. Ja, der Feggendorfer Stollen ist 1831 aufgefahren als Steinkohlenbergwerk vom Königreich Hannover damals. Ist in Betrieb gewesen mit mehreren Unterbrechungen bis 1947. Und dann hat man hier das Bergwerk eingestellt, man hat also hier Steinkohlen gefördert, um die Region Hannover, um das Deister-Sünteltal mit Steinkohle zu versorgen, für Kalköfen, für Schmieden, für Salinenbetriebe, für die ersten Industrieanlagen, die aufgekommen sind, die Dampfmaschinen benutzt haben. Und das Bergwerk ist dann 1947 eingestellt, nachdem hier das meiste der Kohle abgebaut worden ist und ist dann verfallen. Und praktisch seitdem ist hier nichts mehr passiert. Und in den 90er Jahren hat der Heimatverein aus Lauenau dieses Stollenportal, wie es da zu sehen ist, wieder hergerichtet, und wir haben seit 2003 begonnen, das Bergwerk dann wieder, eigentlich das eigentliche Bergwerk wieder aufzufahren. Als ihr angefangen habt mit dem Wiederöffnen, habt ihr euch da irgendwie ein Ziel gesetzt? In 4 Jahren, in 5 Jahren wollen wir soweit sein, habt ihr das Ziel bis jetzt erreicht? Also Ziel haben wir uns gesetzt. Wir sind jetzt 13 Jahre dabei, und damals hatten wir so den ersten Gedanken, das eigentliche Bergwerk so ein bisschen wieder herzurichten, dass man Bergwerk wieder sehen kann, ne? Weil es war gar nichts mehr vorhanden. Es war nur das Stollenportal und dahinter war Verbruch. Da war also nur noch Lehm zu sehen, Steine, kaputtes Holz und sonst war nichts mehr da. Selbst die Schienen waren abgebaut, das Zechenhaus war abgerissen und es war hier eigentlich nichts mehr, außer am rostigen Nagel vielleicht. Und wir haben dann angefangen, nach und nach das Bergwerk wieder aufzubauen. Wie gesagt, 13 Jahre jetzt, und haben natürlich unser Ziel immer erweitert und haben jetzt im Ende Dezember den alten Grubenbau wieder erreicht. Das heißt also, wir haben die alten Strecken nach 400 Metern, nachdem wir 400 Meter wieder aufmachen mussten, haben wir das praktisch die Gruben wieder eröffnet, sozusagen. Was ist euer Ziel in 5 Jahren? Wie weit wollt ihr sein? Schwer zu sagen. Also wir haben jetzt unter Tage ein riesen Streckensystem offen, was komplett gesichert werden muss. Und wir haben das Fernziel, die Sprengstoffkammer zu erreichen, die jetzt schon theoretisch mit auf dem Bauch krabbeln, über Stock und Stein laufen zu begehen ist. Die ist vollkommen erhalten, ist also super intakt, obwohl die jetzt 60 Jahre lang nicht instand gehalten wurde. Aber um da Besucher hinführen zu können, ist eine Menge Arbeit nötig. Also hereingefallenes Material rausschaffen, sichern, also abstützen, loses Material runterreißen und so weiter. Und dann, Bilder von der Sprengstoffkammer gibt es aber auf eurer Facebook-Seite, habe ich gesehen. Genau, haben wir schon gemacht, ja, genau. Ihr arbeitet alle ehrenamtlich hier? Ja, das ist richtig. Du bist hier der Vorsitzende? Richtig, ja. Wie viele ehrenamtliche Helfer hast du denn unter dir? Ja, wir sind mittlerweile über 20 Mann. Klar, der eine oder andere kommt zweimal im Jahr zu uns und der andere ist zweimal die Woche hier. Wir machen 2 normale Arbeitsschichten, also einmal donnerstags abends normalerweise oder sagen wir mal einmal unter der Woche und einmal am Sonntag. Also jeden Sonntag von 9 Uhr an sind wir hier und arbeiten. Und ihr braucht noch Hilfe, ihr braucht noch Unterstützung, sucht Klar, ihr noch Leute? Gerne, gerne. Wir können jede helfende Hand gebrauchen, wirklich. Braucht man da irgendwelche Vorkenntnisse? Muss man irgendwie im Bergbau tätig sein? Nein. Also Bergleute sterben ja aus, werden immer weniger. Ne? Ich denke, so ein bisschen handwerkliches Geschick macht schon Sinn, aber sonst braucht man keine Vorkenntnisse. Den Rest machen wir hier. Das kriegt man schon beigebogen. Okay, ja, vielen Dank.
Ja, man merkt, dass der Helm nötig ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, der Stollen selber, wie gesagt, war 100 Meter lang. Jetzt muss man sich das so vorstellen. Der Stollen ist im Prinzip nur die Verbindung von der Tagesoberfläche bis an die Lagerstätte. Hat also keine andere Bedeutung. Ne? Und alles andere, was sich dann im Bergwerk verzweigt, hat alles andere Namen. Das sind ja nicht mehr Stollen, das sind dann Strecken, Aufhauen, Abhauen, Förderstrecken, Abbaustrecken, Blindschächte, Fährten, Röschen, alles mögliche. Also hat alles eine andere Bezeichnung. Der Bergmann, der hat ja im Laufe der Jahrhunderte eine ganz eigene Fachsprache entwickelt. So, der Stollen selber, wie gesagt, 100 Meter lang. Hier bei Stollenmeter 55, wo wir jetzt stehen, ist er zu Bruch. Dieser Bruch kommt daher, dass hier eine Störungszone praktisch durch den gesamten Leister durch. Dementsprechend haben wir uns dann was anderes überlegt. Wir haben mit unserer Aufsichtsbehörde gesprochen, das ist das Bergamt in Klosterzellerfeld, und haben dann hier vorne begonnen, eine neue Strecke durchs Gebirge aufzufahren. 63 Meter lang durchs feste Gebirge, also nagelneu, wenn man so will. Und haben dann eben nach 63 Metern die alte Grundstrecke des Stollens wieder erreicht. Und das können wir uns jetzt direkt mal angucken. So, wir sind jetzt praktisch in ein paar Minuten die Strecke gelaufen, für die wir, als wir den Stollen aufgewältigt haben, in einem Prinzip 5 Jahre gebraucht haben. Man hat hier rechts und links das Kohlenfluss gehabt. Also wir haben jetzt, hier kommt der alte Stollen an. Und hier an dieser Stelle hat er das Kohlenfluss getroffen. Ja, heute haben wir hier in der Grube Pressluft. Wir haben also draußen den Kompressor stehen und einen Stromerzeuger. Wir haben dann hier eben Luft, um Abbauhammer zu betreiben, um Bohrhammer zu betreiben. Haben ein bisschen Licht und auch Strom für die Pumpen, das ist schon Gold wert, weil früher gab es hier gar nichts, wie gesagt. Das war alles reiner Handbetrieb hier. Das hilft schon gewaltig. Können wir uns jetzt auch vor Ort gleich mal angucken. Gut, gibt es soweit Fragen? Dann würde ich sagen, marschieren wir jetzt Richtung Südosten, so etwa 150 Meter, und dann kommen wir dann an die Stelle, wo wir jetzt im Moment am Arbeiten sind. Ich denke, das ist mit am interessantesten. Also hier sieht man schon, das ist jetzt die alte Grundstrecke hier vorne. Und ab hier vorne ist das Bergwerk praktisch kaum wieder zu erkennen. Also im Vergleich zu dem, was wir die letzten 13 Jahre hier hatten, ist das ab hier aufgehört. Thank you.
Aber da haben wir ja nicht mal so viel Zeit. Wir haben die Hand, wir sind jetzt nicht gut, aber wir haben das nicht mehr.